Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Da stand ein Prophet auf wie Feuer. Seine Worte waren wie ein brennender Ofen. Er entzog ihnen ihren Vorrat an Brot. Durch sein Eifern verringerte er ihre Zahl. Auf Gottes Wort hin verschloss er den Himmel und dreimal ließ er Feuer herniederfallen. Wie ehrfurchtgebietend warst du, Elia. Wer dir gleichkommt, kann sich rühmen. Du wurdest im Wirbelsturm nach oben entrückt, in Feuermassen himmelwärts. Von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit, um den Zorn zu beschwichtigen, bevor er entbrennt, um den Höhen das Herz der Väter zuzuwenden und Jakobs Stämme wieder aufzurichten. Wohl dem, der dich sieht und stirbt, denn auch er wird leben. Wir hören hier aus dem Buch Jesus Sirach, ein Lob der Väter, und zwar hier des Vaters Elia. Er wird gefeiert als ein Prophet wie Feuer, der den Glauben an Jahwe und den Bund wiederhergestellt hat. Und wir haben gehört, dass er wie ein Wirbelsturm in den Himmel entrückt wurde und dass er in der Endzeit wiederkommen wird. Das war der Glaube zu der damaligen Zeit. Und wir hören, von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit. Was heißt das? Was heißt das Bereitstehen für die Endzeit? Es wird hier die Antwort gegeben, um den Zorn zu beschwichtigen. Das heißt, dass er den Zorn beruhigt, bevor er überhaupt ausgebrochen ist, um das Herz, um den Söhnen das Herz der Väter zuzuwenden, also dass sich die Herzen versöhnen, dass sich die Menschen versöhnen, und er hat die Stämme Jakobs wieder aufgerichtet. Und wer ihn sieht, der wird leben. Also können wir uns an ihm ein Beispiel nehmen, dass er den Zorn besänftigt hat, bevor er überhaupt ausgebrochen ist, dass er die Herzen zueinander gebracht hat, und das dürfen wir vielleicht jetzt auch im Advent in der Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten probieren, dass wir die Herzen zueinander bringen, dass wir die Konflikte, bevor sie überhaupt erst entstehen, schon versuchen zur Seite zu geben. Und so dürfen wir uns auch auf Weihnachten, auf die Endzeit, auf das Kommen von Jesus Christus vorbereiten. Und so wünsche ich euch einen schönen Tag und in diesem Sinne liebe Grüße aus Rom.